Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Simotel an. Dieser hat über Windows 10 geschrieben, welches er mit 4,2 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Hallo, mein Name ist Markus und ich möchte hier gerne einen Erfahrungsbericht für das Betriebssystem von Microsoft verfassen. Mein Windows 10 Erfahrungsbericht. Ich habe Windows 10 schon in der technischen Preview auf meinem Laptop genutzt, um erst einmal zu schauen, wie es vom Grundsatz her ist. Mein erster Eindruck war, dass es Windows 7 ist. Man hat nicht so riesig viel Unterschied auf dem Desktop erkannt. Der Grundsatz war gleich Windows 7, nur mit einem neuen Overlay. Die Funktionen von Windows 8 mit den Kacheln haben sich in der Startleiste wiedergefunden. Windows 10 installieren. Vom ersten Eindruck her hat es mich überzeugt, weswegen ich es dann auf meinem Desktop-PC und auch auf meinem Laptop als Vollversion jeweils installiert habe. Wichtig dabei war es bei beiden Rechnern, in meinem Fall zumindest, dass Windows 7 vorinstalliert war. Da ich mich viel mit Computern beschäftige, habe ich die beiden Rechner platt gemacht und vom Grund auf neu installiert. Dies müsste ich aber nicht tun, wozu ich später noch komme. Die Neuinstallation hat einiges an Zeit in Anspruch genommen. Ich musste eben erst Windows 7 installieren und dann mindestens bis zu Service Pack 1 updaten. Anschließend dann endlich noch Windows 10, welches aber die Updates von Windows 7 nach sich zieht. Als dann alles fertig war, hat Windows zum größten Teil die Treiber selber gezogen. Bis auf ein paar wenige Peripheriegeräte, bei denen ich aber selber die Treiber installiert habe. Dabei gab es keine großartigen Probleme, obwohl es Windows 7 Treiber waren. Auf unserem Firmenrechner in unserem Betrieb habe ich auch das neue Windows installiert. Dort konnte ich aber den PC schlecht neu aufsetzen, weswegen ich Windows 7 auf Windows 10 geupgradet habe. Das Ganze hat ca. 2 Stunden gedauert. Kommt letzten Endes darauf an, wie viel Software auf dem Rechner ist, weil die neue Windows-Version die Programme direkt optimiert, dass diese auch auf Windows 10 ordentlich laufen. Als die Installation fertig war, hat sich auf dem Desktop nichts geändert. Die Icons blieben an ihrem Ort und ich konnte mich bis jetzt noch nicht beschweren, dass irgendeine Software nicht glatt läuft. Somit im Großen und Ganzen gibt es zu sagen, dass es für mich fast nur positive Aspekte von Windows 10 gibt. Ich möchte gerne aber erstmal weiter die positiven Eigenschaften von Windows 10 darstellen. Vorteile von Windows 10. Die neue Windows-Version braucht jetzt weniger Arbeitsspeicher. Was immer gut für Gamer ist, aber den Otto-Normalverbraucher nicht weiter interessiert. Da ich schon einmal bei den Gamern angelangt bin, bei Windows 10 ist DirectX 12 dabei, welches sich gut auf Games auswirken soll. Es gibt aber zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht viele Spiele, welche auf DirectX 12 basieren. Ich habe gemerkt, dass einiges in den eigenen Dokumenten automatisch mit anderen Systemen synchronisiert wird. Ihr bekommt Cortana, eine sprachgesteuerte Gehilfin wie Siri bei Apple. Mit einem halbwegs guten Mikrofon erkennt es jedes Wort von mir. Ich kann ebenso bestätigen, dass Windows auch gut auf Tablets läuft. Habe mir dadurch, dass mich Windows 10 überzeugt hat, auch ein Windows-Tablet gekauft. Und es funktioniert auch darauf einwandfrei. Es lässt sich sehr gut über Touchscreen bedienen. Nachteile von Windows 10. Nun zu den kleinen Minuspunkten bei Windows 10. Es ist ein wenig langsamerer als seine Vorgänger. Aber wenn man nicht die Zeit stoppt, bemerkt man es gar nicht. Der Grafikkartentreiber stürzt selten mal ab. Ist mir aber nur bei Nvidia aufgefallen, dass das passiert. Wenn es passiert, wird er aber wieder sofort hergestellt. Windows 10 ist wie jedes andere Betriebssystem heutzutage ein Informationssammler. Dies lässt sich aber weitestgehend abstellen. Ist aber auch sehr umständlich. Zu guter Letzt, wenn ihr das System von Windows 7 oder 8 geupgradet habt, solltet ihr ein Clean-Programm durchlaufen lassen, wie zum Beispiel CC Cleaner. Meiner Meinung nach der beste. Denn es entstehen eine Menge Fehler, die den PC langsamer machen und ca. 10 GB von alten Daten des vorherigen Windows. Ein großes Minus ist, wenn man die Synchronisations-Features nutzen möchte, muss man bei Microsoft bzw. bei Outlook ein Konto, demzufolge eine E-Mail-Adresse anlegen. Mein Windows 10 Test. Mein Gesamtfazit ist, dass ihr euch das Betriebssystem zulegen solltet. Ein Jahr lang ist es kostenlos zu erhalten, wenn man Windows 7 oder 8 besitzt. Wer lässt sich denn nicht gerne ca. 130 Euro für die Home-Version oder ca. 260 Euro schenken? Und die kleine Macken, die es noch hat, wer er mit den nächsten Updates wieder entfernt. Kleiner Tipp zur Installation. Es ist empfehlenswert, bevor man sein Windows upgradet, ein System-Update zu erstellen. Es ist bekannt, dass Windows abstürzen kann und somit dann nicht wiederherstellbar ist. Ebenso ist es gut, als erstes die Funktion zu aktivieren, dass das System Wiederherstellungspunkte erstellt. Diese Funktion ist am Anfang noch deaktiviert. Von mir gibt es ganz klar einen Daumen hoch. Microsoft hat mit dem neuen Update etwas Schönes gebastelt. Der Windows 10 Test hat ganz klar bestanden. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Scanner.de.